Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andys Kinoblog. Ja, heute möchte ich euch einen Blu-ray-Neuzugang in meiner Sammlung vorstellen. Dabei handelt es sich hierbei um den Film Life of Pi und das Ganze in der 3D-Steelbook. Ja, vor einigen Wochen kam der atemberaubende und bilderexplosionsartige Film Life of Pi auf Blu-ray und DVD und hier in Deutschland gibt es derzeit zwei Versionen dieses Films. Einmal eine 3-Disc Collector Edition mit so einem Pappschuber und natürlich die ganz normale Blu-ray in der ganz normalen herkömmlichen Armory-Version und natürlich auch das Ganze auf DVD. Ich habe mir allerdings keine deutsche Version hier gekauft, sondern ich habe mir bei der Firma Zavi oder bei dem Internetanbieter zavi.com die limitierte und exklusive Steelbook von Life of Pi in 3D und in Steelbook und das Ganze sogar noch mit einem Lentrikularcover gekauft und muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz, ganz hellauf begeistert bin von dieser Version von Life of Pi. Ja, was kann man zu dem Film schon vorab sagen? Der Film ist jetzt kein Action-Spektakel, wie man es vielleicht von Hollywood-Produktionen gewöhnt ist, sondern dieser Film lebt wirklich von seinen atemberaubenden 3D-Bildern und wirklich ganz, ganz tollen Kameraaufnahmen und absolut bildgewaltige Szenen. Ich kann diesen Film nur wirklich jedemst wärmsten empfehlen, mal reinzuschauen und sich wirklich bei einem gemütlichen Abend das ganze Ding zu gucken. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn wirklich auf 3D. Also dieser Film lebt von diesen 3D-Effekten und ich kann nur sagen, dass allein schon der Anfang von dem Film wirklich atemberaubend ist von den 3D-Aufnahmen und das ist für mich persönlich momentan einer der besten 3D-Filme, die auf dem Markt sind. Ja, ich kann schon mal vorab zeigen, die Steelbook sieht so aus und wir haben, wie ihr sehen könnt, natürlich auch ein Lentrikularcover. Man könnte jetzt meinen, dies ist eine Mediamarkt-Exklusiv-Steelbook, aber das stimmt nicht. Wie gesagt, die habe ich bei dem englischen Anbieter zavi.com bestellt und ich würde einfach mal sagen, ich zeige euch diese Edition jetzt mal von näherem und ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Ja, wie ihr vor mir sehen könnt, habe ich die 2-Disc Collectors Edition des Films Life of Pi 3D in Steelbook aufgebaut. Hier könnt ihr jetzt mal in Ruhe schauen, wie toll eigentlich diese Version aussieht. Ich habe die natürlich hier auf einen Kunststoffständer platziert, aber ich nehme die mal näher ran. Und wenn ihr schon seht, haben wir hier ein schönes 3D Lentrikular Hologramm Bild. Natürlich ist das Ganze auch magnetisch und man kann das abnehmen. Ich werde das euch aber auch gleich demonstrieren. Wie sehr typisch für diese englischen Import Blu-rays oder DVDs, haben wir hier so einen geteilten Pappschuber drum, der das Ganze noch ja, etwas verschönert. Ich finde natürlich diese Pappschuber in dieser Art und Form wirklich sehr gut, die bei uns in Deutschland leider sehr, sehr selten eingesetzt werden und dann doch eher mit so einem Plastik- bzw. Papierbanderole versehen werden, die man dann abmacht, die dann natürlich hinten irgendwie mit so zwei Klebepunkten oder Aufkleber versehen wird werden und wenn man die abzieht, sind die meistens danach irgendwie, ist dann schon die erste Schicht dieses Bedruckens abgerissen oder naja, auf jeden Fall finde ich das hier mit diesem Pappschuber, mit dem halben Pappschuber, dass man wenigstens noch den Rest der Blu-ray oder dieser Edition sieht, wirklich die beste Lösung und sieht auch wirklich gut aus. Ja, um mal das Ganze rumzudrehen, wir haben hier wirklich eine 3D-Fassung. Das Schöne an dieser 2-Disc Collectors Edition ist, dass wir hier eine, oder beide sind natürlich mit deutscher Tonspur, zumindest bei mir. Also die 2D-Fassung, obwohl hier auf der Seite oder auf diesem Bedruck nicht draufsteht, dass die 2D-Version auch in Deutsch ist. Hat mich gewundert, ich habe sie reingelegt und tatsächlich auch die 2D-Version bei mir hat eine deutsche Tonspur. Ja, ganz normal, auch haben wir hier eine 3D-Version und was auch sehr schön ist, dass wir hier Bonusmaterial auch in 3D genießen können. Die deutsche Tonspur ist eine Dolby Digital DTS 5.1 Spur und die englische Tonspur ist
leider eine DTS 7.1 Spur. Also nochmal ein Ticken besser, wie jetzt, sage ich mal, unsere deutsche. Könnt ihr auch hier sehen, das ist natürlich HD Mastered, ganz klar. Eine HD Spur in 7.1. Und wie man hier auch erkennen kann, ist die 7.1 DTS HD Mastered Audio Spur in Englisch. Aber es steht hier nichts von einer deutschen Tonspur drauf. Aber ich kann euch garantieren, die 3D-Version ist zu 100% auf Deutsch. Ja, wir haben noch sehr, sehr viel Bonusmaterial und natürlich hier so ein Ultraviolet-Code mit dabei. Dieser Ultraviolet-Code ist, glaube ich, so zu vergleichen mit unserem Digital-Copy-Code. Aber damit habe ich nicht so am Hut, weil ich gucke diese Sachen wirklich oder diese Filme wirklich nur über Blu-ray. Und ja, da habe ich natürlich mehr von. Der ganze Film hat eine Lauflänge von 121 Minuten, glaube ich, so wie es hier drauf steht. Obwohl, wo ich ihn geguckt habe, kam es mir auf jeden Fall wie gefühlte 3 Stunden, dass ich den Film gesehen habe. Aber wirklich sehr unterhaltsam und ganz, ganz toll. Ich zeige euch mal kurz den Film von der Seite. Ich fahre einmal rum, wenn ihr das so schön sehen könnt. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Edition. Einmal kurz rangeguckt. Und was auch sehr schön ist immer bei diesen Importgeschichten, wir haben nicht diese FSK-Flaschen. Ich ziehe jetzt mal den Pappschuber aus, um noch mal kurz zu zeigen, so sieht er aus. Ja, auch von der Seite. Hier haben wir auch das 3D-Logo noch mal drauf, was ihr sehen könnt. Hier oben natürlich auch. Und wie gesagt, hier sind dann die Angaben des Films aufgedruckt auf diesen Papp oder auf diesen Pappschuber. Ja, der Film oder die Steelbook an sich sieht jetzt so aus. Hier oben haben wir nochmal einen blauen Schriftzug mit 2-Disc Collectors Edition, Live of Pi 3D und wir sehen, wo der Wal über das Boot von dem Pi und dem schönen Tiger Richard Parker heißt der in dem Film. Toller Film. Beziehungsweise toller Name für einen Tiger. Warum der so heißt, solltet ihr euch wirklich angucken. Möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Das wäre sonst gemeint für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber der Tiger heißt tatsächlich in dem Film Richard Parker. Ja, ich muss auch schon jetzt ganz klar sagen, allein das Hologrammbild, dieses Magnetventrikular, sieht wirklich sowas von klasse aus mit dem Wal. Ich bin ja sowieso ein unheimlicher Wal-Fan und ich mag ja Wale, ich liebe Wale wirklich und es tut mir immer wieder in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die chinesische Walfängerflotte rausfährt und es Menschen gibt, die ihr Leben riskieren, wie von Greenpeace oder so, um diese Wale zu schützen durch dieses Artenschutzabkommen in der EU und überhaupt. Ich finde das einfach nur, Wale sind ganz, ganz tolle Geschöpfe, nur mal so nebenbei. Ja, also dieses Hologrammbild ist wirklich total aussagekräftig und auch die Farben, die ihr hier unten sehen könnt, dieses Neon und wird in diesem Film sehr, sehr oft vorkommen und das macht natürlich dann auch dieser Film aus. Deswegen hat mir Avatar in 3D so gut gefallen, weil auch da so krass geile Farben sind und ich stehe irgendwie da drauf, nein, ich bin kein Mädchen, ja, ich mag Pink und Lila, nein, aber ich bin nicht schwul und auch kein Mädchen und wenn es so wäre, wäre es auch egal. Trotzdem stehe ich drauf, ich mag diese Farbenpracht und es hat mich einfach bei Avatar und bei Live of Pi wirklich umgehauen. Es sind atemberaubende Bilder und ich finde es einfach nur genial und toll. Sieht also wirklich ganz, ganz gut aus. Ja, dieses Bild kann man natürlich wieder abmachen. Ich mache einmal wieder in die Hülle rein, beziehungsweise ihr seht dann natürlich schon, dass wir hier noch einen kleinen Schriftzug hier haben. From Academy Award Winning Director Ang Lee. Und das ist natürlich noch mit drauf gedruckt. Jetzt sieht der Aufdruck natürlich nicht mehr ganz so plastisch aus und so 3D-mäßig. Wie gesagt, das bekommen wir den Effekt natürlich durch dieses Hologramm. Leider ist es kein Wackelbild. Also egal in welche Richtung wir dieses Bild drehen, der Wal bewegt sich nicht, das Boot unten auch nicht, aber trotzdem ganz toll. Natürlich ist das hier wieder unser Magnet, den man natürlich auch mal an den Kühlschrank oder an eine Waschmaschine hauen kann. Also ich liebe diese Collectors oder diese Editionen, gerade mit diesem Magnetlentrikular. Und wie ich ja eben schon bei meinem Eröffnungsintro gesagt habe, könnte jetzt wirklich
Man meinen, das hier wäre wieder so eine Mediamarkt-Exklusiv-Edition, aber es ist natürlich nicht der Fall. Wie gesagt, das ist von Zavi.com und ich glaube, ich habe eben schon erwähnt, das ist eine englische Seite, bin mir aber jetzt gar nicht mehr sicher, ob das von England kommt. Vielleicht kann der ein oder andere ja mal unten in den Kommentaren schreiben, ob das Englisch ist, aber spielt keine Rolle. Die meisten kennen ja Zavi und wie gesagt, dort ist diese 2-Disc Collectors Edition erhältlich. Übrigens komplett mit Zoll und allem drum und dran habe ich jetzt für diese Steelbook 32,50 Euro bezahlt. Ist natürlich sehr viel Geld, aber wenn man mal überlegt, eine normale 3D Blu-ray mit Lentrikular oder so bei Mediamarkt, teilweise kosten die da auch schon zwischen 25 und 29 Euro. Daher ist für mich ganz klar, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Ist natürlich jedem seine Sache, ob er das Geld dafür ausgeben möchte oder nicht, ganz klar. Ja, hier die Steelbook nochmal an sich. Von hinten haben wir dann hier diesen Aufdruck, natürlich ohne diesen Pappschuber. Und die sind mitten auf dem Ozean, die beiden. Der Tiger im Boot und der andere, oder der Pi, der hat sich so ein kleines Mini-Floß gebaut, weil er Angst vor dem Tiger hat. Aber zwischen den beiden entsteht ja im Laufe des Films so eine Art Symbiose, beziehungsweise, ich würde jetzt mal keine sagen, keine Freundschaft, aber eine, ja, ich helfe dir, du hilfst mir Situation. Und ja, sie lernen miteinander zu leben. Soll man nicht glauben, hat aber funktioniert. Aber wie gesagt, dafür solltet ihr euch den Film angucken. Ich werde da jetzt auf jeden Fall nichts zu sagen, Trailer gucken und genießen. Wenn ich den Film jetzt mal öffne, seht ihr schon direkt, und uns nochmal hier rein, haben wir hier auf der linken Seite ein Buch und natürlich etwas Werbung, beziehungsweise meinen Violet Code. Den tue ich jetzt mal kurz auf Seite und zeige euch nur das Buch. Also hier steht auch auf Deutsch Schiffbruch mit Tiger, eine visuelle Reise. Und komischerweise haben wir hier, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ein deutsches Buch mit deutschen Titeln drin. Also hier ist wirklich das Buch in Deutsch, aber wir haben natürlich nicht viel deutsche Sprache hier, sondern haben hier wirklich Szenen aus dem Film. Und hier seht ihr auch schon wieder so diese Neonaufnahmen und ich finde die einfach nur urig geil. Also da könnte ich habe da wirklich teilweise Gänsehaut bekommen bei dem Film, weil wirklich die Panoramaaufnahmen oder die Landschaftsaufnahmen von der ganzen Geschichte hier von dem Film einfach nur absolut super genial gemacht sind. Also ist wirklich ein toller Film und wie gesagt, in diesem Stil von Avatar halt mit diesem ganzen Geleuchte und tolle Aufnahmen, kann ich nur empfehlen. Ja, das ist dieser Ultraviolett-Code. Hier hinten haben wir nochmal Werbung. Ja, nichts Atemberaubendes. Und wie gesagt, dieser Code, damit könnt ihr nichts anfangen, weil das ja meiner ist und daher bitte um Verständnis, dass ich den nicht zeige. Was haben wir sonst noch da drin gehabt? Hier ein, keine Ahnung, blödes Audible.com von Amazon sogar irgendwas. Also was das hier sein soll, keine Ahnung. Audiobook, irgendwas mit, ja, vielleicht einem Soundtrack, glaube ich, oder sonst irgendwas zum Downloaden. Naja, ist für mich eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Ja, hier auf der rechten Seite befindet sich natürlich die 3D Blu-ray. Haben wir hier auch das 3D Zeichen drauf. Und dahinter haben wir die 2D Version. Und ja, FSK 12. Warum hier ein FSK-Bild drin ist, beziehungsweise das, ich habe da eben mal nachrecherchiert. Ich habe so das Gefühl, als wurde da was umgetauscht, weil ich hier eine deutsche Blu-ray habe mit einem FSK-Logo. Ich habe keine Erklärung dafür. Es kam heute so, wie es ist, vor 10 Minuten per DHL. Wie gesagt, ich habe das gerade erst ausgepackt, vor 10 Minuten. Ich musste noch eine Zollgebühr von 6 Euro nachzahlen und so kam das dann. Und das Ding war original verpackt und verschweißt. Also ich habe es nicht ausgetauscht oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe wirklich geguckt. Hier steht auch drauf, Kaufversion, keine Verleihrechte. Und die andere Blu-ray ist ein englischer Format. Entweder wurde das neu eingeschweißt und es hatte ein anderer Kunde
diese Blu-ray schon bereits und hat die zurückgeschickt und dann hat er irgendwie was vertauscht in der Sache. Oder ich hatte einfach Schwein. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Und ich kann euch 100% garantieren, dass das meine erste Blu-ray oder meine einzige Blu-ray von dem Film Life of Pi ist. Also wie gesagt, ne? Das ist so original da drin, wie ich es jetzt geöffnet habe. Naja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall kann ich das nicht erklären. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß der ein oder andere ja von euch, wer diese Version hat, ob das bei ihm auch so ist. Das wäre schön, mal unten in den Kommentaren zu erfahren. Ja, man sieht es halt ein bisschen sehr schlecht jetzt, der Hintergrund. Also wir haben hier einfach einen Hintergrund mit einer Nachtaufnahme von dem Ozean. Ich habe hier einfach zu viel blöde Lichtverhältnisse. Ich muss das wirklich so halten, ansonsten seht ihr das gar nicht. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ist ganz einfach und schlicht gehalten mit diesem, mit diesem Hintergrunddruck. Aber trotz alledem finde ich es wirklich gewaltig und aussagekräftig. Und ich finde diese Blu-ray-Version von Life of Pi einfach genial. Ja, das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, wir sind fertig mit meinem Unboxing von Life of Pi 3D in Stil und gebe zurück zu Andy ins Studio. Ja, das war meine Vorstellung von dem Film Life of Pi, das Ganze in 3D und Steelbook. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing-Video von mir gefallen. Und wie gesagt, ich kann nur ganz, ganz klar sagen, für diese Version Daumen hoch, zavi.com. bestellen, wer den Film noch nicht hat, und wenn ihr jetzt natürlich auf den Geschmack gekommen seid, kann ich euch ganz, ganz klar sagen, wie gesagt, haut rein, kauft euch diesen Film, der ist wirklich, wirklich toll. Und ich weiß nicht, wie lange es diesen Film noch in einer oder in dieser Form bei Zavi geben wird, denn auch hier handelt es sich auch um eine Exklusiv-Steelbook. Und irgendwann ist der Vorrat natürlich auch erschöpft und man kriegt diese Steelbook leider nicht mehr zu kaufen. Ja, ich würde einfach sagen, das war's von meiner Seite her. Und ich wünsche euch wirklich allen eine schöne Woche. Bleibt gesund und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing-Video, das hoffentlich bald kommt. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein, macht's gut, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.